Hallo Freunde der virtuellen realistischen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt. Wir schauen uns heute mal wieder eine Karte an. Warum? Weil eine Karte rausgekommen ist. Und zwar ist eine Karte rausgekommen, die interessant klingt und auf den Screenshot interessant aussieht. Leider ist es wieder keine deutsche Karte, leider ist es wieder eine polnische Karte. Aber wir gucken uns die heute trotzdem an. Ich werde mal ganz kurz zusammenfassen, was beim Download steht. Also es ist eine sehr fiktive Karte. Es hat einen Bauernhof für Kühe, es hat 126 Felder, man kann Tiere kaufen, 11 verschiedene Verkaufsstationen, Fahrzeug und Fußgänger sind da unterwegs, Maschinengeschäft, Sägewerk, Kalkstation, Tankstelle, Tagebuch, was auch immer das bedeutet. Vielleicht eher Tagebauwerk, keine Ahnung. Waldmühle, Grassektoren, Schnee auf den Dächern im Winter, 50 Spielzeuge zu finden und es gibt einen Ort, an dem man neue Farmen bauen kann. Und es sind 5 neu zu errichtende Gebäude hochgeladen, sprich, da gibt es tatsächlich jetzt... kommen Gebäude mit der Map mit, die wohl so noch nicht im Mod waren. Die aber als benötigte Mods, die man mit runterladen muss. So, dann, es ist eine Konvertierung aus dem 19er mit einem Upgrade. Und ja, ich brauche jetzt euch ja nicht vorlesen, was sich gegenüber der 19er Version geändert hat, weil ich mal annehme, dass die wenigsten von euch die 19er Version gespielt haben. Jedenfalls, ich würde mal sagen, wir springen jetzt direkt hinein und schauen uns das Ganze an. Wie schaut das Ganze aus? Hier sind wir. Wir gucken mal hier auf die PDA. Und dann zoomen wir mal hier raus und dann können wir gleich mal sehen, ne? Wenn wir uns die PDA so angucken, wie groß normalerweise eine Map ist und wie groß die hier ist. Die ist sehr klein, die süße kleine Map. Und dann hat die so viele Felder. Also, wir können jetzt mal gerade hier so gucken, ich weiß nicht. Die Hektarzahl steht hier nicht dran. Ich hätte Precision Farming mit aktivieren müssen. Dann hätte man die Hektarzahl gucken können. Ein bisschen schade. Man kann in den Dings da bei den Missionen können wir gucken, was da so, wie viele Hektar da so sind. 0,54 Hektar, 0,39 Hektar, 0,3 Hektar, 0,33. Also, das sind lauter kleine Felder. Und aus diesem Grund dachte ich mir schon mal, das ist interessant. So, jetzt wir mal ganz kurz in die Pleisebits reingehen, direkt am Anfang. Ich möchte nämlich gucken, na, was es mit den neuen Gebäuden hier auf sich hat. Also diese Halle hier ist da wohl mit dabei und diese Halle hier. Und ja, sehen jetzt eigentlich beide nicht schlecht aus, ne? So auf den ersten Blick. Hier irgendwas Neues? Nope. 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 Aber hier ein Farmhaus. Ich glaube, das ist das, was man im Modhub runterladen kann. Weil, wie gesagt, es gab ein paar Mods, die man dazu runterladen musste. So, hier und das ist auch interessant. Eine Windmühle, die, meine ich, gab es sonst auch noch nicht. Ich meine, die ist auch mit der Map mitgekommen. Bin mir aber nicht sicher. Ja, jedenfalls. Hier auch ein schöner Custom-Kuhstall. Ich glaube, der kam die Tage im Mod-Hub tatsächlich, vor ein paar Tagen raus. Auch ein schönes Gebäude, ne? Der ist ziemlich ähnlich zu dem, den ich auf der Ellerbach im 19. Mai gesetzt habe. Ja. Ist jetzt auch vom Design her relativ polnisch, ne? Ist nicht unbedingt immer, aber wenn man Putz dran haut, dann könnte er durchaus auch in Deutschland sein. Also, ne, wenn sich jemand die Texturen verändern möchte oder sowas. Oder sich sagt, okay, das ist halt ein bisschen gammeliger Hof und nie ganz fertig. So gibt's auch, ne? Gibt's ja auch. Also, das ist definitiv so eine schöne, interessante Gebäude, die hier so mit und wegen dieser Map zum Download gekommen sind. Ja. Ich würde mal sagen, wir hüpfen jetzt rein und schauen uns das Ganze ein bisschen an. Wie gesagt, das ist halt eine Map, die wieder sehr im Polnischen spielt und man sieht das auch. Ne? Man sieht das, dass halt die Gebäude gleich so ein bisschen den Stil und das Design und die Straßenschilder und so. Wir fühlen uns gleich in Polen. Wobei wir natürlich wahrscheinlich ähnlich wie bei der Osada auch hier. Wir werden das jetzt im Laufe des Anguckens mal gucken, aber ich könnte mir vorstellen, dass man ähnlich wie bei der Osada auch hier das Gefühl haben könnte, dass man in Ostdeutschland sehr dicht an der Grenze oder sowas unterwegs ist. So, wir haben hier den Haupthof. Der Haupthof ist ziemlich groß. Ne? Wir haben hier auch große Freiflächen. Allerdings nicht alles eins. Gut, das ist jetzt hier ein bisschen langweilig fast schon, aber das ist halt Meckern auf sehr hohem Niveau, ne? Dass hier so dieser Beton und ein bisschen Dreck und sowas ne? so durchgemischt ist. Da hätte man noch mehr detaillieren können, aber es ist zumindest nicht eine riesengroße Fläche. Wir haben auch schön Gras überall am Rand und dann hier um das Haus herum und sowas. Also das ist, es ist okay. Ne? Es ist okay. Wenn wir mal hier reingucken, wenn wir uns das Ganze mal von innen angucken, ne? Ist aber auch okay. Ne? Wir haben hier eine Betonkonstruktion ausgemauert mit Ziegeln und ein Holzdach. Das ist absolut statisch korrekt. Ne? Solche Dinge werden tatsächlich vielerorts gebaut. Jetzt vielleicht nicht unbedingt hier in Mitteldeutschland, aber tatsächlich in Richtung Osten wird das häufiger so in die Richtung oder wurde das häufiger so in die Richtung gebaut. Wenn man noch weiter in den Osten geht, wird auch heute noch oft so gebaut, ne? Dass man quasi so Betonpfeiler mehr oder weniger gießt, die das die Struktur tragen und dazwischen dann ausmauert. Soweit ich weiß, wird das auch nacheinander gemacht, ne? Dass quasi erst die Mauer gesetzt wird und dann rund um die Mauer eine Schalung gemacht wird und ein Beton reingegossen und dann weitergemauert. Irgendwie so. Ich habe da mal ein Video gesehen. Jedenfalls, statisch korrekt, ne? Wir haben Dachlatten, das passt alles, das ist schön, die Texturen sind in Ordnung. Wir haben Heightmap und so, das kann man, okay, nee, hier ist keine Heightmap drauf, wie es aussieht auf diesen Steintexturen.
Ja gut, es ist aber okay. Es ist ein bisschen schade, dass da keine drauf ist, aber es ist okay. Also kann man sich nicht beschweren. Alles gut aufgelöst, alles schön. Ja, ob der Hof jetzt einem gefällt, mir persönlich gefällt es nicht so ganz, weil na, einfach zu groß, zu steril, nicht eng genug, aber im Großen und Ganzen, okay, das ist auch lustig hier mit diesem bisschen lustig aus. Der Riegel ist ja auch sehr hoch. Das ist wieder na, hier auf 2 Meter Höhe der Riegel dran. Ist ein bisschen schade, ist ein bisschen schade. Ja, der Stall wirkt schon sehr hoch. Ne? Wenn ich denke, ich habe jetzt eine Augenhöhe von ungefähr 1,80, der Mannequin ist 2 Meter hoch und ja, es ist halt, es ist ein bisschen schade. Ein bisschen schade. Man könnte gerade meinen, dass das hier noch, na, der Stall noch gebaut wurde für die 19er Tiere, die alle viel zu groß waren. Entsprechend ist das hier auch alles ein bisschen massiv groß skaliert. Schade, schade, schade. Hier haben wir lauter statische Kühe drin. Ich wundere mich schon oder wollte die ganze Zeit mal gucken, wie das denn funktioniert, wenn ich jetzt hier Kühe reintun möchte. Wo sind die dann, wo laufen die? Weil man kann ja das Nefmisch nicht mehr unter dem Boden machen, die im 19er. Dachte ich zumindest, aber hier laufen keine Kühe. Ah, spannend. Spannend, spannend, spannend. Wo sind die Kühe unterwegs? Irgendwo, ne, da ist nichts. Die unten drunter oder so, wenn ich jetzt hier mal F4 mache. Der keine Kühe nirgendwo. Wie haben die das gemacht? Muss ich mir doch mal angucken, wie die das gemacht haben, ne? Statischen Kühen und keine tatsächlichen Kühe nirgendwo. Das ist eigenartig. Eigenartig, eigenartig. Ich habe mal versucht, ein Placeable zu machen ohne Nefmesh und das wollte nicht. Das hat es gesagt, das braucht eine Nefmesh. Deswegen ist es ein bisschen eigenartig. So. Ja gut, ne, hier diese Türen sind halt auch. Das ist irgendwie das gesamte Gebäude, habe ich das Gefühl, extrem in die Höhe skaliert worden oder so. Bisschen schade. Fenster sehen auch so aus, als wären sie eigentlich anders gedacht gewesen. Naja, naja. Genug dessen. Wir gucken uns jetzt mal den Rest der Map an. Wie gesagt, Hof kann man sich auch custom bauen. Und wenn wir hier so ein bisschen reingucken, na, das ist hier alles Deko. Wenn man hier näher dran geht, dann sieht man schon, dass die Texturen hier definitiv nicht mehr auf dem Niveau sind. Nichts mit Height-Map, Normal-Map, nichts mit guter Auflösung und so. Aber ein bisschen weiter weg geht, dann fällt das nicht auf. Ne? Das sind ja Deko-Gebäude, in denen man eh nur vorbeifährt. Von daher, das ist jetzt ganz so störend, finde ich. Dafür sieht es eigentlich gut genug aus. Das ist schon ganz okay. Ich muss mir jetzt mal ein bisschen Überblick verschaffen, was wir jetzt hier so haben. Wo ist denn die Fläche, wo man sich einen Custom-Hof bauen können soll? Okay, sehe ich jetzt nicht. Weißt ihr, was wir jetzt hier mal machen? Wir springen jetzt mal in ein Fahrzeug rein. Ach komm, wir fahren mal mit dem Auto. Warum auch nicht? So, allerdings stelle ich mir fest, dass wir hier definitiv die Lautstärke ein bisschen runterdrehen müssen. Irgendwie kommt mir das doch sehr, sehr laut vor. So. Wir wollen ja hier schließlich nicht das Fahrzeug hören, sondern wir wollen den Map platzieren. Fahren jetzt einfach mal raus und dann gucken wir jetzt mal so ein bisschen, wie das hier mit den Feldwegen und so ist. Ja gut, der Feldweg ist auf der breiten Seite, aber noch im Rahmen, ne? So sieht aus. Und ja, die Straße ist schön, ne? Die Straßentextur mit den brüchigen und so, und das gefällt mir schon. Natürlich haben wir ja auch wieder so, dass hier überall die Polyps ein bisschen reinstehen. Das ist ein bisschen schade. Dann wird ein bisschen, ja gut, okay, würde ich jetzt auch nicht sagen, weil, na, sind wir mal ehrlich, in der Realität, Straßen, wo viel Verkehr ist, so wie hier, ne? Wo ihr seht, da wachsen keine Büsche rein, ne? Die Autos reißen alles ab, was reinwachsen würde, selbst wenn da niemand nachschneidet. Von da. Ja, das ist dann immer ein klein bisschen schade, dann so an den Details ein bisschen gespart wurde, Zeit gespart wurde, ne? Weil ansonsten sieht die hier echt schön aus. Und, ne, wir haben hier wirklich viele Foliages überall. Das sieht alles detailliert aus. Wie gesagt, die Feldwege sind ein bisschen breit geraten, aber es ist halt, ich vermute mal, dass das Terrain normal groß aufgelöst ist. Und jetzt hier mal schauen, ja, das ist normal groß aufgelöst, würde ich sagen. Beziehungsweise weiß es nicht. Doch, nee, das ist normal groß aufgelöst. Ne? 2 Meter breit ist das Auto, 2 Meter Terrain. Ja, also das Terrain ist normal groß aufgelöst, obwohl die Map halt ein bisschen kleiner ist. Und das bedeutet, dass, ne, man halt einfach was die Foliage und so dafür Feldwege machen, ein bisschen eingeschränkt ist. Das geht einfach nicht besser. Ne? Von daher, das ist. Warum kann ich jetzt hier nicht? Bitte, ich möchte fahren. Ah. So, jetzt. Ja, hier ist kein Realism Add-on Gearbox und nichts drauf, ne? Von da, das rückt man schon den Karren ab. Ja gut, ne, hier haben wir halt auch mit den Texturen keine Height-Map. Im Grunde ist, glaube ich, in relativ wenigen Dingen ist eine Height-Map drauf. Oder merkt man halt, das ist ein 19er Convert, wo jetzt nicht unbedingt neue Texturen drauf gekommen sind. Aber so rein landschaftlich, ne, wenn man das anguckt von den Feldern, ist halt auch hügelig, ne? Es ist schöne kleine Felder, wie die sieht so. Aber es ist hügelig und ne, ein bisschen wie die Osada, aber vom Stil her doch wieder ein bisschen anders. Wir fahren jetzt einfach mal querbeet und gucken uns einfach so ein bisschen die Landschaft an. Es ist nicht schlecht, ne? Das könnte mir schon gefallen. Also das ist
glaube, landschaftlich macht die wirklich was her. Na, das ist so Jammern auf hohem Niveau, wenn ich über die Foliages in den Straßen reinjammere. Na, das ist definitiv Jammern auf hohem Niveau. Wir haben halt auch so ein bisschen, wo ich mir denke, na, diese ganzen hohen, sehr, sehr hohen Unkräuter hier mitten auf dem Feldweg stehen, wenn die öfter Verkehr wäre, würden die auch nicht so hoch wachsen und so. Das ist, ich vermute mal, dass er halt ja irgendwie mit einem Tool gemacht wurde oder so, mit einem Tool hier drüber gemalt, gar nicht von Hand, dass das dann so erstellt wurde. Ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht. Okay, ist eine Mapgrenze. Gut, wenn man ganz dicht dran geht, dann kann man hier ein bisschen durchgucken, aber wenn man weiter weg ist, sieht das eigentlich, hätten wir jetzt nicht so, also wäre mir jetzt nicht so aufgefallen, dass da eine Map-Grenze ist. Alles gut, ne? Alles gut. So. Ich würde mal sagen, fahren wir wieder zurück. Gucken wir uns sonst an. Wie gesagt, das ist jammern auf hohem Niveau, was die Foliage ein bisschen in die Straßen reinwachsen angeht. Und ich meine, Gebäude ist halt, wie gesagt, wenn die Deko-Gebäude keine Hype-Map haben und so, das ist okay. Ja, das ist, ich persönlich würde es auf meiner Map ungern machen, weil ne, man einfach einen gewissen Standard, wenn man was baut, erreichen will. Aber es ist ein 19er-Konvert. Ne? Von daher ist es okay. Ne? Ich kann auch verstehen, dass da jemand nicht alle Gebäude neu machen möchte, wenn es ein 19er-Konvert ist. Gerade ist halt, wenn man eine neue Map baut und dann mal noch solche Gebäude drauf baut, weil man damit halt auch ein bisschen die Zukunftssicherheit wegmacht. Ne? Weil wenn man halt jetzt noch 17er und 19er Gebäude verbaut, dann ist halt die Map spätestens im nächsten LS komplett unpassend. Von daher denke ich mir, wenn man jetzt eine neue Map baut, ist es meiner Meinung nach schon sehr wichtig, dass man schaut, dass selbst die Deko-Objekte alle das aktuelle Textursystem nutzt, einfach auch für die Zukunftssicherheit, dass man es auch in den nächsten LS dann konvertieren kann, ohne große Probleme. Aber wie gesagt, das ist ein 19er-Konvert, von daher ist es halb so wild. Ne? Es ist halt, man sieht das hier an den Details, ne, wo überall so ein bisschen die Foliage ist, dass, ja, das ist halt wie es ist. Ne? Ist halt wie es ist. Ich könnte mir vorstellen, dass er irgendwie nach dem Konvert die Foliage vielleicht neu gemalt hat. Ne, je nachdem, wie man eine Map konvertiert, kann das durchaus passieren, dass man die Foliage neu malen muss. Und das ist natürlich eine ganze Menge Arbeit und dass da vielleicht auch nicht ganz so viel Spaß dran hatte, einfach mal überall die Foliages neu nachzumalen, könnte ich mir jetzt auch nachvollziehen. Also von daher, das ist, hier passt wieder schön, ne? Hier so ein bisschen Schotter am Rand. Okay, wenn man hier ganz dicht dran geht, dann sieht man, dass die Straße schwebt, aber das ist echt nicht schlecht gemacht. Die Kante ist so, dass man es kaum merkt. Ein bisschen Schotter am Rand und die Foliage ist nicht reinwachsen, das sieht halt gleich viel besser aus. Also das ist so eine, und wenn wir wieder bei der Screenshot-Regel sind, das ist eine Stelle, wo man definitiv einen Screenshot machen könnte. Nicht von zu tief, weil sonst sieht man, dass man unter die Straße gucken kann, aber ist schon okay. Wobei, die Straße hat kein Cast Shadow Map, das heißt, die Straße selber macht keinen Schatten. Entsprechend sieht man auch nicht wirklich, dass da Schatten sein würde. Ja, keine Ahnung, was soll ich euch sonst sagen, liebe Leute, was soll ich euch sonst sagen? Wir fahren nochmal ein bisschen weiter hier, wobei ich sehe gerade, da geht es auch wieder ins Ende. So, also da ist übrigens der Ort. Ich habe mal gegoogelt, wie man das ausspricht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich es jetzt hinbekomme. Woschnice. Ich glaube Woschnice. Weil ich mir nicht sicher bin, ob das C jetzt ein S oder ein Z ist. Also entweder Woschnice oder Woschnice. Ich glaube Woschnice. Oder Woschnice. Keine Ahnung. Irgendwie sowas in die Richtung. Jedenfalls das S ist ein Sch. Ja, sonst ist es durchaus eine Map, die man spielen könnte. Also ich klar, ne, wir haben halt überall so Punkte, wo der Modellecker natürlich halt einfach sagt, das ist ein bisschen schade so. Ne, mit ein bisschen breiten Feldwegen, mit den Foliages, die da reinstehen. Großen und Ganzen. Ist es nicht schlecht, ne? Ich denke mir halt, es fällt schon auf. Ne? Wie gesagt, vielleicht bilde ich mir das auch ein. Aber mir persönlich, ich habe so ein bisschen, habt ihr vielleicht auch meine Let's Map-Videos gesehen, wo ich so ein bisschen vorgestellt habe, ne, mit Feldwege, mit dem Toolmalen und solche Geschichten. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass, ne, viele Leute solche Tools nutzen und dann nicht nachbearbeiten. Und bei dieser Map erweckt mich auch so ein bisschen der Eindruck, ne, dass das so gemacht wurde. Und bei der Gelderland war das, glaube ich, die wir uns neulich angeguckt haben, ist mir auch so ein bisschen der Eindruck, ne, dass da halt dann großflächig gearbeitet wurde und nicht wirklich nachbearbeitet. Aber ich meine, im Vergleich zu Gelderland ist hier definitiv wesentlich mehr Liebe zum Detail, was die Straßen angeht, was die Kreuzungen angeht und so. Das ist schon okay. Das ist schon okay. Ne? Hier haben wir eine sehr, sehr lustige, sehr lustiges Loch hier, aber das ist auch okay. Ne? Ihr könnt zum Beispiel auch sehen, dass die Straße in der Kurve breiter wird. Ne? Könnt ihr da sehen? Da oben ist die Straße schmäler, hier unten ist sie schmäler, in der Kurve ist ein bisschen was dazu betoniert. Ne? Und so macht man das halt in Realität auch. Ne? In der Realität sind nicht alle Straßen immer gleich breit. In der Kurve macht man die Straße teilweise ein bisschen breiter, ne, weil da die Autos ausrollen müssen. Und das sind halt so Details, die, ne, mir auf der Gelderland ein bisschen gefehlt haben, weil halt, ne, da nicht mal wirklich richtige Kreuzungen waren, sondern die Straßen einfach so ineinander in 90 Grad Winkel gegangen sind. Das macht es halt schön. Das macht auf jeden Fall schön. Und ja, das ist, hat die Map hier auf jeden Fall. Hat die Map auf jeden Fall Details,
Hier können wir auch sehen, hier ist auch eine Straßenkreuzung. Das sind so einfache Dinge. Das muss jetzt nicht mal eine super tolle Straßenkreuzung sein von der Textur her und so weiter. Es sieht trotzdem gleich viel besser aus. Ja, oder na, hier diese ganzen riesigen breiten Feldwerkseinfahrten hier zwischen den Gräben. Das sieht auch ein bisschen heftig aus, aber das ist halt... Ja, das ist Jammern auf sehr hohem Niveau. Definitiv. Definitiv Jammern auf sehr hohem Niveau. Ja. Ich weiß nicht, was ich euch noch sonst noch zeigen soll. Ich denke mal von ne, okay, hier haben wir jetzt einen wahnsinnig mal grünen Feldweg. Vom Gesamten her werden wir, glaube ich, keine großen Überraschungen mehr erleben. Die Map hat ne, viel Foliage, viel Details, wenn wir hier so reingucken. Ne, das ist alles Screenshot-Material. Das ist, ich denke, egal wo man hier auf den Feldern unterwegs ist, man fühlt sich überall wohl. Ne, der Downfall ist halt wirklich so ein bisschen die Straßenfoliages, die da so reinwachsen und die etwas breiteren Feldwege. Wenn man mit größeren Maschinen spielt, spielt das keine Rolle, dann fällt das wenig auf, dass die Feldwege ein bisschen breiter sind. Wenn man jetzt hier wirklich mit richtig kleinen Maschinen spielen möchte, ne, die Schlepper, die halt nicht breiter sind wie dieses Auto, dann fällt das schon ein bisschen auf. Also ist dann so ein bisschen schade. Aber ihr habt das ja gesehen ne, bei der Frankreich-Map jetzt im Let's Map. Was für ein Aufwand das ist, eine Feldwerke zu machen, die halbwegs von der Breite her passen. Das ist ein wahnsinniger Aufwand und vor allem, man braucht halt dann irgendwie 3D-Modell-Feldwerk oder kleineres Terrain und am besten beides. Und also das ist, ja, das ist halt einfach so. Da kann man jetzt hier da auch nicht allzu viel jammern und meckern deswegen. Gucken wir jetzt hier mal so ein bisschen über den Map. Das sieht doch schön aus. Also das ist, landschaftlich ist das wirklich schön und halt wirklich schön viele kleine Felder. Das ist halt traumhaft. Das ist meine Feldgröße, ne? So ein halber Hektar, das ist herrlich. Und dann hier irgendwie so mit ne 2,5 Meter Arbeitsgerät oder vielleicht auch noch 3 Meter und eine kleinere Schleppe und sowas. Und da lebe ich. Ne? Da mache ich, das ist mein Spaß. Ne? Da gut, die müssen jetzt nicht alle so quadratisch sein, wenn die Felder auch ein bisschen unförmiger sind. Aber ich denke mal, für die Gegend hier in der Gegend ist es relativ normal, dass die Felder gerade sind. Ne? Wir haben das ja bei der Litscho auch und die ist ja eine 1:1 Nachbau in Polen. Haben wir auch sehr viele sehr, sehr gerade Felder. Also das ist scheint da durchaus nicht unnatürlich zu sein. Ja, gut, ich meine, Vorteil ist, dass die Felder wahrscheinlich alle ziemlich helfertauglich sind, abgesehen von dem, wo vielleicht hier die Masten drin stehen. Dadurch, dass sie so gerade sind, das ist natürlich auch, ne, wenn man vielleicht alleine spielen möchte mit vielen kleinen Feldern und vielen Fahrzeugen oder so, auch eine Variante. Auch eine Variante. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Was das hier ist, da hinten ist auch wieder das Ding zu Ende. Okay, wir fahren mal hier rein. Okay, dann eine Verkaufsstelle. Sieht auch okay aus, ne? Das ist halt, ihr seht das, das ist ein riesen Unterschied. Ne? Auf manchen Maps ist, wo die Verkaufsstelle ist, ein riesengroßes Viereck-Tier, wo ein paar Gebäude draufsteht. Wir haben auch ein großes Viereck-Tier, wo ein paar Gebäude draufstehen. Aber wir haben halt hier ein bisschen Gras, wir haben ein bisschen Bäume, wir haben ein bisschen unterschiedliche Bodentexturen und so weiter und so fort. Ein bisschen Deko. Und das macht einen riesengroßen Unterschied. Das sind Kleinigkeiten, die einen riesengroßen Unterschied machen. Und ja, das ist absolut enorm. Das ist, mehr braucht eine Verkaufsstelle nicht. Das sieht gut aus. Das ist okay. Da kann man nicht meckern, ne? Da kann man meckern, wenn hier so eine riesen breite Feldeinfahrt ist. Ich denke mir halt immer, bei Feldeinfahrten generell, normalerweise fährt man da ja nicht so oft rein. Normalerweise sind das nicht riesengroße breite Wege, das ist eher eine Art Grasweg oder sowas. Ja, deswegen finde ich immer ein bisschen schade, wenn wirklich ne, hier, wenn Leute auf der Map das machen. Generell finde ich das schade, wenn quasi so eine geteerte Feldwerkseinfahrten oder gut geschotterte Feldwerkseinfahrten, schöne breite, massive Feldwerksautobahnen quasi gemacht sind. Machen ganz viele Leute ne, für die Felder rein. Und ich denke, ich stelle mir das halt eher so vor. Ne? Hier ist das Gras ein bisschen kürzer, hier fährt man üblicherweise ins Feld rein. Ne? Also so stelle ich mir das halt ein bisschen vor. Und ja, ne, das ist halt Geschmackssache. Wie gesagt, das ist ja eine fiktive Map. Und da ne, hat der Map halt das gemacht, was er so für gut findet. Und ich finde ein bisschen schade, dass das auf vielen Maps so ist. Also nicht nur hier so, dass die Feldeinfahrten dann teilweise sehr... sehr massiv gemacht werden, also wie hier, dass hier halt alles eine Schotter hier ist quasi und hier haben wir auch eine breite Einfahrt, da eine Einfahrt, hier vorne nochmal eine breite Einfahrt, so richtig breit, also es ist, aber na, jedem so wie er das mag und nachdem es eine fiktive Map ist. Was soll ich jetzt zum Abschluss sagen? Na, hier ist auch wieder so eine Einfahrt. Das ist halt persönlich mein Geschmack. Also rein vom objektiv betrachteten, gut, wir haben hier texturentechnisch ist das alles relativ nicht auf dem allerbesten Stand, wenn man nicht dran geht. Aber wenn man hier so die Deko-Sachen anguckt und jetzt hier, sagen wir mal, hier so Screenshot-Dings macht, das ist herrlich. Ne? Also das sieht halt wirklich richtig, richtig real aus. Ne? Das sieht wirklich, von dieser Distanz ist okay. Ne? Wenn man jetzt hier dieses Feld bewirtschaftet und hier direkt dran vorbeifährt, dann sieht das vielleicht nicht mehr ganz so herrlich aus. Aber selbst dann, ne, die Textur ist echt relativ hoch aufgelöst für das, was es ist. Und ne, ist okay. Ne? Klar ist es, mittlerweile macht man so Sachen mit richtig Details und Heightmaps und allem drum und dran und ja gut, wenn sowas reinglitzt oder sowas. Aber dann dafür, dass es so ist, wie es ist, ne, sowas kann man halt auch ganz schlecht darstellen. Wenn man es wirklich ausmodelt, dann braucht man extrem viele Polys.
Und dafür, was das hier ist, ne? Das ist einfach so ein Deko-Objekt ist, wenn es ein bisschen weiter weg geht, dann ist das alles gut. Ne? Also ich würde mal persönlich wahrscheinlich dieses Feld nicht kaufen, sondern dieses Feld hier kaufen, einfach aus diesem Grund. Und aus dieser Distanz ist das ein traumhafter Ausblick. Immer gerade hier an die Dinge gucken. Ja gut, haben wir auch wieder so ein bisschen, ne? Stromleitungen, die nicht so ganz passen, aber es ist nicht ganz so extrem wie auf der Gelderland. Jedenfalls, ne? Lange Rede, gar keinen Sinn. Texturtechnisch sieht man ein bisschen, dass es eine 19-Map ist. An den Foliage ist manchmal ein bisschen reingepusht worden. Ansonsten ist die Map definitiv eine Empfehlung. Ne? Also viele schöne kleine Felder, viele schöne Foliages, Details und Straßenränder. Map-Ränder, die jetzt nicht so extrem wie eine Map-Rand aussehen. Oh, da kann man durch. Nee, kann man nicht. Das ist, ja, vollkommen in Ordnung, ne? Vollkommen in Ordnung. Sieht für mich jetzt eigentlich alles ganz, ganz gut aus, ganz spielbar aus. Und ist natürlich die große Frage, ne? Welche sollte man spielen? Die Osada oder die hier? Hier hat man definitiv mehr kleinere Felder. Also viel, viel, viel mehr Felder generell. Ansonsten sind die Maps sich tatsächlich relativ ähnlich. Ich denke mal, der Stadthof ist auf beiden Höfen fragwürdig. Muss man sich eh custom platzieren. Und dann spielt es eigentlich kaum noch eine Rolle. Dann ist, glaube ich, ich weiß nicht. Ich glaube, rein von den Texturen würde ich sagen, die Osada. Weil die Osada ist ja wirklich eine texturtechnisch nochmal ein bisschen besser. Aber viel tut sie da nicht. Also von daher, beide schöne Maps. Ich kann es euch empfehlen. Ladet die mal runter, guckt es euch an. Wie gesagt, die Texturqualität ist nicht auf dem Stand der Dinge, aber die Texturen an sich, minus Normal Map und Hype Map, sehen alle so gut aus. Diese Gebäude hier, wenn man weiter weggeht, dass das eine vollkommen in Ordnung ist. Ne? Wie gesagt, da macht das wett, dass die Texturen halt genau den Stil haben und genau die Details haben, die man dafür braucht. Und dann die Backsteine hier auch korrekt skaliert sind, ne? Nicht skaliert, verskaliert ist und so, die Dächer hier korrekt skaliert sind, ne? Das ist halt alles so Dinge, ne? wo einen riesen Unterschied machen. Wenn hier die Dachplatten viermal so groß sind, das sieht halt fürchterlich aus. Aber so ist gut, ne? Dass das passt, die Skalierung von den Texturen passt, die Textur von der Optik passt. Ja, sie hat keine Height Map und keine Normal Map, aber ne, komm, also scheiß drauf, ne? Also das sieht hier wirklich gut aus. Also sieht wirklich gut aus, wenn man hier so durch den Ort kommt. Ja, man braucht jetzt ja nicht hier bei einem Dekohaus hier so hinstehen. Wenn das jetzt ein Haus wäre, was auf meinem Hof stehen würde, wo ich ständig drum rumfahre, dann würde mich das auch stören. Aber bei einem Dekohaus kommt, das ist, ne, ist egal. Und ja, alles in allem würde ich mal sagen, das ist auf jeden Fall eine schöne Map. Die kann man auf alle Fälle weiterempfehlen, kann man auf alle Fälle spielen. Guckt es euch an. Es ist ein bisschen was anderes wie die Osada, trotzdem relativ ähnlich und definitiv für kleine Schlepper geeignet. Ja, mit den Feldwegen muss man so ein bisschen klarkommen. Das ist halt einfach so. Geht halt einfach nie so ohne weiteres anders, es sei denn, man macht da so einen riesen Aufriss, wie ich das jetzt hier bei der Franz Map mache. Ne? Ja, in diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass das Ganze euch gefallen hat. Und ja, lasst mir mal einen schönen Kommentar da oder auch nicht, oder ein Like da oder auch nicht. Macht, was ihr wollt, und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Vielleicht ein Let's Play, vielleicht ein Livestream. Vielleicht wird ein eingespielt, je nachdem, worauf ihr Bock habt. Und in diesem Sinne, schaut euch die Map an. Link ist wie immer natürlich in der Videobeschreibung. Das Ganze ist auf ModHub. Das heißt, keine Download-Geschwindigkeitsbegrenzung oder sonst irgendwas. Zack, runterladen, ausprobieren. Ich kann es euch empfehlen. Die Map ist auch nicht sonderlich groß, 235 MB. Also eine relativ normal für Standard 22er Map im ModHub. Und ja, ne? Das wär's gewesen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.